Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn ihr bei eurer Waschmaschine von Bosch oder Siemens den Fehler E3625 habt, das sind die neueren Fehlercodes, dann solltet ihr jedenfalls nach dem Ablaufstrang mal schauen. Wie ihr den kontrollieren könnt, zeige ich euch in diesem Video. Zuerst solltet ihr immer nach dem Flusensieb schauen, wie man das am besten kontrolliert. Dafür nehme ich euch mal etwas näher mit ran. Die Flusensiebe befinden sich bei Waschgeräten generell im unteren Bereich. In diesem Beispiel haben wir hier auf der rechten Seite diese eine Klappe. Das ist ein Siemens-Gerät. Diese Klappe können wir öffnen, indem wir diese Rastnase hier lösen. Und dann sehen wir hier auch schon das Flusensieb. Bei Bosch Siemens ist es relativ gut gelöst. Dort gibt es einen kleinen Schlauch, über den man das Wasser ablassen kann. Leider ist das nicht bei jedem Hersteller so und man muss sich auf anderen Weg behelfen, das Wasser herauszubekommen. Wenn man diesen Schlauch zum Ablassen des Wassers nicht hat, kann man unter diese Klappe ein Backblech unterschieben, kann dann langsam das Flusensieb aufdrehen und das Wasser langsam herauslaufen lassen. Wichtig ist wirklich, dass dieses Wasser langsam herausläuft, sonst kann es euch passieren, dass das Wasser zurück in die Bodenwanne läuft und ihr dann eine Fehlermeldung bekommt. Bei Geräten, wo das Flusensieb zu tief ist, legt ihr euch am besten ein Handtuch davor, damit das Wasser aufgesogen werden kann, und danach schraubt ihr das Flusensieb links herum auf. Ihr seht, hier kommt noch etwas Wasser heraus. Das kann man sehr schön mit dem Handtuch dann aufsaugen, dass euch dieses Wasser nicht in die Bodenwanne läuft. Wenn dann das Wasser komplett herausgelaufen ist, könnt ihr das Flusensieb komplett öffnen und nach vorn entnehmen. Hier seht ihr dieses Flusensieb. Das ist kein reines Flusensieb mehr, sondern eher eine Fremdkörperfalle. Hier sollen sich grobe Stücke, Geldstücke, Knöpfe und Ähnliches verfangen. Anschließend schaut ihr bitte noch direkt in die Pumpe hinein und hier seht ihr schon, dass hier sehr starke Verschmutzungen in der Pumpe sind. Dadurch kann natürlich das Gerät nicht anständig abpumpen. Das vergessen viele in ihren Videos zu erwähnen. Diese Verstopfung müsst ihr unbedingt entfernen. Das könnt ihr zum einen mit einer Zange machen oder mit einem Schraubendreher kann man diese Verstopfung herausholen. Wenn ihr hier die kompletten Verstopfungen und Verschmutzungen entfernt habt, empfiehlt es sich mit einem Schraubendreher oder einer Zahnbürste zu schauen, ob sich diese Flügelräder leicht drehen können. Das ist wichtig, damit das Gerät abpumpen kann. Wenn das alles leichtgängig ist, empfiehlt es sich ebenfalls, die Gewindegänge hier am Flusensiebgehäuse mit einer Zahnbürste zu reinigen, damit ihr das Flusensieb wieder komplett einschrauben könnt und alles wieder dicht ist. Das Flusensieb selbst reinigt ihr am besten auch unter fließendem warmen Wasser, bis es wieder gründlich sauber ist. Wenn ihr dann das Wasser aus dem Flusensieb entfernt habt, könnt ihr auch gleich euer Gerät nur auf separat abpumpen oder schleudern stellen und somit testen, ob sich die Ablaufpumpe noch dreht. Sollte hier ein Problem bestehen, müsste die Ablaufpumpe selbst ausgetauscht werden. Wie das funktioniert, verlinke ich euch oben unter dem i. Habt ihr auch die Ablaufpumpe als Fehlerquelle ausgeschlossen, solltet ihr als nächstes den Ablaufstrang, wo er an den Hausanschluss führt, überprüfen. Auch dort können sich manchmal Verstopfungen bilden durch Flusenreste oder Dinge, die durch das Flusensieb nicht zurückgehalten wurden. Wie man das kontrolliert, dafür nehme ich euch wieder etwas näher mit heran. Hier seht ihr den Anschluss des Ablaufschlauchs an den Hausanschluss. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, wo es verstopfen kann. Einmal direkt an dieser Verschraubung, sehr häufig aber direkt hier an dieser Biegung. Dafür ist es notwendig, dass ihr diese Schlauchschelle entfernt und am besten den kompletten Schlauch abzieht. Ihr könnt dann den Eimertest machen. Nachdem ihr diesen Schlauch abgeschraubt habt, hängt ihr diesen Schlauch in einen Eimer und lasst das Gerät abpumpen. Und dann seht ihr, ob hier genügend Wasser herauskommt und das Wasser anständig abfließen kann. Ist auch hier alles frei, bleibt als letzte große Ursache noch der Faltenschlauch mit dem Ökoverschluss. Der Faltenschlauch befindet sich zwischen der Wascheinheit und der Ablaufpumpe. Dort ist ein kleiner Ökoball und da passiert es immer wieder, dass sich kleinere Wäschestücke direkt an dem Ökoball befinden. Das Wasser kann dann nicht bis zur Ablaufpumpe hervordringen und kann nicht abgepumpt werden. Wie man diesen Schlauch kontrolliert, zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, wenn eure Pumpe funktioniert, haben wir hier als nächstes noch den Faltenschlauch. Das ist dieser dicke Schlauch, der von der Wascheinheit bis zur Pumpe führt.
Häufig ist hier oben direkt am Anschluss der Wascheinheit dieser Faltenschlauch verstopft. Ich schraube ihn euch mal hier los. Das ist eine Torx 20 Schraube und wenn wir den Schlauch entfernt haben, können wir hineinschauen und schauen, ob dort etwas verstopft ist. Nachdem ihr die Schraube etwas herausgeschraubt habt, könnt ihr den Faltenschlauch nach unten abziehen. Wenn vorher das Flusensieb sauber gemacht wurde, kommt auch hier kein Wasser mehr herausgelaufen. Hier sehen wir den Faltenschlauch und den Ökoball. Dieser Ökoball dient dazu, diesen Schlauch zu verschließen, wenn das Gerät nicht mehr abpumpt, damit das Restwasser unten im Flusensieb nicht anfängt zu riechen oder man das nicht im Gerät riecht. Und hier an dieser dünnen Stelle passiert es häufig, dass sich verloren gegangene Kleidungsstücke wie eine Socke oder ein Färbetuch verfangen. Sollte sich hier ein Gegenstand befinden, entfernt ihr diesen Gegenstand und schraubt den Faltenschlauch wieder an. Um den Faltenschlauch wieder anzubringen, drückt ihr ihn von unten gegen den Anschluss der Wascheinheit. Da achtet bitte darauf, dass die Schlauchschelle richtig oben sitzt. Da muss man manchmal etwas mit der Hand fester drücken. Wenn dann der Faltenschlauch wieder richtig sitzt, befestigt ihr als nächstes die Schraube, baut euer Gerät wieder zusammen und das Gerät sollte wieder abpumpen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und eure Waschmaschine pumpt jetzt das Restwasser wieder anständig ab und schleudert auch wieder anständig.